Und dann sagt sie, I sense a soul in search of answers und hat mir noch nicht eine einzige Antwort hat sie mir gegeben, diese Spastin. Die hat keine Ahnung. Die chillt da einfach nur in Ruhe ihr Leben. Und hofft, dass irgendwelche Idioten Mana bei ihr kaufen. Was sie wahrscheinlich im Einkauf vielleicht eine Öre kostet oder so. So, ist deins direkt neben meinem oder ist das woanders? Nee, meins ist direkt daneben. Okay, dann gehe ich durch deins. Oh, dann geht's ja gleich wieder los. Rhea, Rhea! Wow! Alter Schwede! So etwas, also bin etwas baff, dass ich mit meinem Lightning Spell immer noch mithalten kann, obwohl er eigentlich verhältnismäßig wenig Schaden macht. Hier ist ein Staff of Chain Lightning. Alter, echt? Ja. Das ist der Hammer. Den muss ich sehen. Er liegt hier unten. Bring die um! Ja, ich bin schon fast tot hier. So, den nehme ich mal. Boah, ich kann gegen die so gar nichts machen. Stun die oder was? Ja. Oder irgendwas auf jeden Fall. Ah, einer geht. Sobald es zwei sind, kann ich gar nichts mehr machen. Kannst du mich hochheilen? So. Danke. Ja, das hat mich jetzt gerade mal 6 Tränke gekostet. Wieso kann ich hier nicht reingehen? Oh. Du stehst davor, ne? Kannst du einen Schritt beiseite gehen? Ja, sofort. Oh nein, oh nein. Oh, dafür lassen die aber schon ordentlich Gold fallen, ne? Das muss man schon sagen. Gott verdammt, die machen mich einfach mit 2 Schlägen fast tot. Natürlich lassen die ordentlich Gold fallen. Hä? Du genug. Oh, Elixier of Dexterity, wie geil. Weil dir das mehr bringt als mir. Ich glaube, das darfst du haben. Ich glaube schon, dass ich genug Life geskillt habe, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh. Verdammt. Moment. Ich versuche mal eben frei zu machen. Ich guck mal kurz, ob ich eine Scroll da habe. Jo, habe ich. Muchas gracias. De nada. Ich habe ihr auf Utgardus? Das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, dann habe ich dich scheinbar irgendwann umgebracht. Und du hast das Ohr dafür eingesammelt. So, hier nimm mal das Elixier of Dexterity und sauf das mal. Ja, kannst du mich mal eben hochheilen? Dankeschön. Oh ja, es hat ein Dexterity gebracht. Naja, das ist. Das gibt's später nicht mehr, diese Elixiere. Die habe ich dann früher mal schön gedupt, ne? Mhm. Und dann damit geskillt, ja. Ja, genau. Wie funktioniert denn das mit Dupen von Items? Ach, das ist relativ einfach. Du musst, also du musst das Item, das du dupen willst, musst du auf den Boden legen, glaube ich. Und dann hast du die Tränke ja unten in der Leiste. Und dann musst du drauf zulaufen und diese Rüstung nehmen. Und genau in dem Moment, in dem du diese Rüstung aufhebst, musst du so einen Trank anklicken. Und dann hast du plötzlich diese Rüstung in der Hand und einmal im Inventar. Okay. Das geht natürlich aufgrund des Lags über Battle.net, geht das natürlich im Battle.net deutlich besser, als wenn du das irgendwie
privat. Ach, das geht sogar auch im Battle.net. Es geht auch im Battle.net, ja, ja. Das haben sie dann später. Also es geht bei Diablo 2, ja, keine Ahnung wie, aber wahrscheinlich nur mit Hilfsmitteln. Das haben sie dann ja sehr stark unterbunden. Ja. Aber hier geht das quasi undetektiert. Das Einzige, was da nicht passieren darf, ist, dass der Original-Item und ein gedupte Item, also und die gedupte Variante, beide zusammen auf den Boden legen. Dann verschwindet immer eins. Okay. Ja, wahrscheinlich wegen irgendwelcher IDs oder sowas. Ja, genau. So, ich habe ein Level up. Sehr schön, was hast du denn jetzt? 17? 17, ja. Das habe ich so. Auch. Wie fehlen mir denn noch bis Level 18? 40.000. Das ist gar nicht so viel. Jetzt habe ich 204 Leben. Ja. Ich werde jetzt mal Chain Lightning verwenden. Ich habe leider überhaupt keine Kohle, mir Pötte zu kaufen. Und ich habe keine Pötte mehr. Oh, fuck. Was denn? Da ist ein Ring gedroppt. Ich habe keine Ahnung wo. Muss gleich alles absuchen. Ja. Hau mal raus, was du kannst. Ja, oh, da habe ich ja schon das Level ab. Krass. So, dann ging aber schnell mit den 40.000. Ja, die geben hier relativ viel EP. Ich behaupte, wir sind auch immer noch ein, zwei Level zu low für hier. Theoretisch. Ja. Oh oh. Oh oh, oh oh. Kannst du mich healen? Ja. Danke. So. Das heißt es. Ah, ich habe ihn schon. Sehr geil. Den Ring schon gefunden. Potion of Healing. So. Oh. Da erinnert mich gerade mein Handy daran, dass das Qualifying von der Formel 1 vorbei ist. Ah. So ein Mist. Das wollte ich doch eigentlich gucken. Naja. Ja, wieso lässt du es. Hä? Ist dann irgendwie keine gute Erinnerung, die dich daran erinnert, dass es vorbei ist. Also normalerweise erinnert man sich an den Anfang oder so. Hier Nein. ist eine kleine Potion of Healing, die kannst du mal nehmen. Danke. Und deinen geschundenen Hintern damit versorgen. Das ist eine App, die mich da, die mir dann die neuesten Ergebnisse direkt aufs Handy sendet. Ah, okay. Also es ist keine App, die mich jetzt daran erinnert, hey, du hast es verpasst. Genau. Wenn das fünfte Lichtlein brennt. Genau. So, hier ist noch eine Potion of Healing, die nehme ich mal mit für dich. Ja, das ist gut. Ich muss aber auch gleich nochmal hoch. Ich habe nämlich auch fast keine Mana-Potions mehr. Ja, dann lass uns doch jetzt mal eben hochgehen, weil ich habe gar nichts mehr. Okay. Und ich habe auch nicht mal mehr Leben. Wie viel habe ich denn noch? Oh. Braune kaputt. Leben. Und ich helfe dir. Toll. Scroll of Town Portal. Ja, dann setze ich doch mal eins daneben, oder? Boah, brauchst du ja nicht unbedingt. Zu spät. Die Situation ist ja eigentlich ganz geschmeidig. So, hier habe ich zwei Potion of Healing. Die kannst du mal nehmen. Danke. Und dann gehen wir mal zu Kane. Ich habe einiges gefunden. Unter anderem ein Bastard Sword. Das könnte für dich interessant sein, wenn es gut ist. Wow, what can I do for you? Damage 6 bis 15. Nee, ich glaube, das reicht nicht, oder? 6 bis 15? Ich habe 4 bis 12, doch. Oh, okay, wow. Hat aber sonst nichts. Ja, meins auch nicht. Wie gesagt, ich brauche immer noch eine vernünftige Waffe, dass das halt, Dann würde ich sagen, nimm doch mal das Sword of Slaying entgegen. Muchas gracias, señor. Kannst du deins auch verkaufen, hast ein bisschen Geld für. Oh. Oh ja. Armor of the Stars. Armor 10, achso, nee, okay. Sonst wär's natürlich geil. Plus 10 to all attributes. Ja, so viel bringt mein Schwert aber nicht, nur 187. Oh, okay. So, und dann muss ich hier. Oh,
Oh, fuck. Meine Rüstung kostet ziemlich viel Geld in der Reparatur. 1184 und 580 fürs Schwert. Jetzt bleiben noch 498 für Tränke. Damn it. Ungünstig. Ah, kriegst gleich wieder ein bisschen Geld von mir. Kriegst ach, ein kleines Quatsch. Taschengeld. Ich muss mich aber irgendwie gut einteilen. Nicht verschwenden, das Taschengeld. Nein, nein, nein. Aber dafür gibt's ja den Taschengeldparagraphen, ne? Genau. Ich hätte mir meinen Nintendo 64 damals gar nicht kaufen dürfen. Wie funktioniert der Taschengeldparagraph? Du darfst nicht mehr Geld ausgeben, als es deinem Alter und der Höhe deines Taschengeldes angemessen wäre. Irgendwie okay, sowas. Und wer legt das fest, was angemessen ist und was nicht? Ja, niemand. Das heißt, du darfst als Kind nicht wirklich sparen und was Großes kaufen. Und du musst dann das Nintendo 64 in Einzelteilen kaufen. Ja, in der Theorie sieht das so aus, genau. In der Praxis bin ich halt damals einfach mit meiner Mutter zur Sparkasse gegangen und habe 400 Mark von meinem Taschengeld, von meinem Sparbuch abgeholt. Ja, ich auch. Wobei, ich glaube, mein N64 habe ich sogar schon mit der EC-Karte bezahlt. Da war ich irgendwie 17 oder so, oder? Wann habe ich das gekauft? Ich habe es recht spät gekauft. 2000. Nee, 99. Genau, 99 war es. 99 war es, aber da war ja schon fast der GameCube raus. Ja. Wann kam es? N64? 96? Ich meine ja, ich habe 97 gekauft. Ja, nee, ich glaube, ich habe es 99 gekauft erst. Ich habe bis dahin habe ich Super Nintendo gespielt. Und okay. Das hatte ich auch deutlich verspätet. Das habe ich nämlich erst 95 gehabt. Da weiß ich's gar nicht. Also Super Nintendo hatte ich auch sehr spät. Ja, bis dahin habe ich nämlich das NES gespielt. Das habe ich nämlich auch verspätet bekommen, weil meine Eltern das alles nicht geschnallt haben. Und das nicht auseinanderhalten können. Das NES habe ich geschenkt bekommen, da hatte ich mir eigentlich schon das Super NES gewünscht. Du weißt ja, wie enttäuschend sowas für ein Kind ist. Ja, ja, klar. So, mal an. Ich bin durch deins gegangen, das ist ja ein falscher Flick. Da muss ich ja durch meins gehen. Dann warte ich eben auf dich. Hä? Was? Wo bist du? Ach, bist du schon unten? Ja, ja, ich bin schon unten. Ah, alles klar, dann kann ich ja kommen. Und wo da? Ja, hier. Ach so. Hier. Ich hab da hinten schon mal leer gemacht, da ist nichts mehr. Da links? Okay. Genau. Dann gehen wir mal hier rein. So. Die Musik klingt hier auch wirklich sehr bedrohlich. Das ist ganz nice. Hier ist eine Treppe. Und die geht nach oben. Aha. So, up to town. Wo kommen wir denn raus? Ja, schau dir das mal an. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Felsen. Felsen? Ja. Das muss ich mir, glaube ich, auch mal ganz kurz angucken hier. Sonst vergesse ich das. Aber es ist nämlich nicht mehr. Zeig mal her. Ah ja, richtig. Hier aber oben bei dem. Und hier ist auch Typen. Down to Hell. Ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Doch. Echt? Oh. Ja, ich bin gerade in die Hölle gegangen. Ja, das ist nicht schlau. Ach stimmt, ab Level 13 kann man das, glaube ich. Ich bin mal wieder hier oben. Das stimmt, ab Level 13 geht's in die Hölle. Krass eigentlich, ne? 13 ist ja nix. Also ich bin 17 und ich fühle mich gerade schon in Level 9 ziemlich überfordert. Ja, naja. Bis zur Hölle haben wir noch ein bisschen Zeit und die brauchen wir auch. Scroll of Golem, den nehme ich doch nochmal. Komm hier. Oh, komische Geräusche. Hier ist eine Mana-Pot. Und da ist einer auf Healing. Oh, ich habe meinen eigenen Golem kaputt gemacht. So, ungünstig. Wo ist von mir. Ein Scroll of Healing, ein Pot of Healing. Ist ein bisschen weiter links unten. Ah, da. Ein Schwarz ja, auf der Map. Das ist wie auch unter Wasser fallen die roten. Fällt das Licht in den langwelligen Bereichen als erstes weg. Ach so. Naja. Wie auch immer.
Ja, unter Wasser ist das so, dass das Rot als erstes verschwindet, wenn man tiefer taucht. Ja, das stimmt. Ist das langwelliger als das Blaue? Das wusste ich nicht. Ja. Rot, also beziehungsweise Infrarot hat die größte Wellenlänge und die kleinste Frequenz. Okay. Deswegen ist Blau ja energetisch hoch. Ups, jetzt bin ich schon runtergegangen. Ja, ich bin auch runtergegangen. Wir sind oben durch. Ja, 10 ist das jetzt. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ja. Alter. Oh. Red Storm. Oh, da ging aber schnell kaputt. Oh, oh. Ja, das ist ja wieder so typisch Blizzard-Taktik, ne? Wenn ein Monster es nicht richten kann, dann können es bestimmt 200 Monster richten. Ja, genau. Ach Gott. Der hat ja ähnlich viel Life wie der Butcher. Ob du den Butcher mittlerweile eigentlich one-hitten würdest, das würde mich mal interessieren. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich in der Giftpfütze gerade irgendwie die ganze Zeit Schaden bekommen habe. Ja, ja, das liegt daran, dass es eine Giftpfütze ist. Ach so. Überraschung. Aber der Grafikeffekt von dieser Giftpfütze ist ja der Hammer, ne? Ja, ja, das irgendwie auf 4 Frames die Sekunde. So. Ups, Entschuldigung. Das war übrigens ich, der da gekommen ist. Ja, ich hörte das, als du Schaden nahmst, den mein Blitz oder was. Brauchst du ein bisschen Healing? Ah, Healing ist nie verkehrt. Ja, weiß ich nicht, ob ich den Butcher one-hitten würde. Ich glaube, der hat relativ gute Rüstung. Aua. So, ich bin wieder OOP. Out of Pots. Echt? Das ging aber fix. Ja, meine Sprüche machen nicht mehr so wahnsinnig viel Schaden, habe ich das Gefühl. Doch, die haben einfach nur wahnsinnig viel Leben. Scheiße! Ich renn gerade mal weg. Ich habe hier unten ein TP aufgemacht. Ja. Wie viel Geld habe ich denn wieder? 612, das sind doch auch nur 4 Pots. Kacke. Ja. Ich komme, glaube ich, doch nochmal aufs Taschengeld zurück. Ja. Sobald ich hier überlebt habe. Aber ich glaube auch, das werden wir so nicht schaffen. Also das wird sehr anstrengend hier. Ich denke, da müssen wir auch wieder in Level 8 anfangen. Level 9 anfangen. Ja. Dann würde ich. Das ist das Klügste, jetzt die Aufnahme zu beenden. Dann würde ich Folgendes vorschlagen: Wir machen das für heute mal zu Ende und machen dann morgen weiter. Und ich denke, dann werden wir es morgen auch irgendwie schaffen, noch bis in die Hölle vorzudringen. Ja, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Ja, gut. Super. Alles klar. Ja, dann danke, ne? Und so. Danke fürs Zusehen und so. Daumen nach oben, wenn es gefallen hat und so. Genau, und Schölere. Ja, bis dann. Keep gaming und ciao.